Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und Achtung, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt einen wunderschönen, was ist heute? Also morgen, Freitag und hoffentlich dann auch ein wunderschönes Wochenende. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen ablenken kann. Ich habe mir für heute was anderes mal wieder überlegt. Und zwar habe ich eine Kiste voll mit Produkten aus limitierten Editions, Limited Editions, LEs, TEs, wie auch immer, Produkten, die es sonst nicht mehr gibt, zusammengetragen aus der Drogerie, wo mir das Herz gebrochen wurde, als es die Sachen nicht mehr gab. Denn hier sind wirklich Produkte drin, die ich wirklich über alles liebe und es ist schade, dass es die Sachen nicht mehr gibt. Ich weiß, ganz viele von euch schicken mir immer Backups nach Hause, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt, glaube ich, von dem Puder, Ready for the Thrill von Rival Loves Me, 4 Stück zu Hause, also vielen Dank. Aber heute habe ich wirklich ein paar Sachen, wo einige von euch wahrscheinlich wissen, welche ich meine, vielleicht andere aber auch nicht. Bevor es losgeht, möchte ich euch ganz kurz wieder was vorstellen. Und zwar wisst ihr, ich arbeite seit ganz, ganz langer Zeit schon mit Beautymate zusammen und ich habe mir für dieses Video was ganz Besonderes rausgesucht. Denn endlich wird das Wetter wieder schön und ich brauche einfach ein bisschen Farbe. Und ich weiß nicht, vielleicht seht ihr schon, ich starte bei sowas immer sehr langsam. Es gibt auch Selbstbräunungsdrops. Und Achtung, ich weiß, bei Selbstbräuner ist immer so ein bisschen, das ist was anderes. Das sind die Selbstbräunungs-Booster-Drops, die für eine langsame, aber stetige Bräune sorgen. Ich habe hier Swatches. Hier seht ihr das. Das ist ein Tropfen unverdünnt. Also ihr seht, er hat Power hinter. Und hier, vielleicht könnt ihr es sehen, habe ich einen Tropfen in eine normale Menge Creme gemischt. Und wenn ihr das aufs gesamte Gesicht gebt, ihr kriegt nach und nach so eine zarte Bräune, ohne dass es fleckig wird, ohne dass es irgendwelche Ränder gibt und ohne dass es orange ist. Und das ist mir persönlich bei Selbstbräuner ganz besonders wichtig. Vor allen Dingen jetzt, wenn das Wetter wieder schön ist und wir weniger Full-Coverage-Make-up tragen, finde ich es persönlich super wichtig, einen schönen, frischen, gesunden Glow zu haben. Benutzt euren Sunscreen, geht bitte nicht ins Solarium, geht bitte nicht in die direkte Sonne ohne Sonnenschutz und Sonnenbooster, Bräunungsbooster sind da immer eine gute Sache. Das Ganze trage ich in Kombination immer mit der Liftcreme auf. Ich habe das jetzt vorab einmal schon gemacht, deswegen seht ihr, dass ich diesen leichten Glow mit habe. Ich zeige euch aber gerne nochmal die Textur. Das ist die 6., ich glaube sogar 7. Dose mittlerweile und die ist ganz, ganz fein. Und wenn ihr hier einfach einen Tropfen von den Selbstbräunungsbooster mit reingebt. Achtung, wirklich. Ein Tropfen, das war schon fast zu viel. Damit könnt ihr noch auf Hals und Dekolleté. Das stinkt nicht, das ist mir auch immer wichtig. Und ihr habt einen wirklich ganz, ganz zarten, bräunlichen Touch, der sich langsam entwickelt, ohne künstlich auszusehen. Das Ganze gibt es im Anti-Aging Summer Set. Ihr könnt die Sachen natürlich aber auch einzeln bestellen. Manche schwören schon auf den Anti-Pickel-Booster beispielsweise. Ich lasse euch den Link unten wieder mit rein. Und auch dieses Mal gibt es endlich wieder 30% für euch. Schaut da doch gerne mal vorbei, falls euch da was interessiert. Große Empfehlung von mir ist natürlich immer die Liftcreme. Ansonsten benutze ich eigentlich die Booster immer genau das, was meine Haut gerade braucht. Augenlifting-Booster, Anti-Pickel-Booster, Pore-Minimizing-Booster. Es gibt für jeden was. Schaut unbedingt bei Beautymates vorbei und wir starten jetzt mit dem Video. Ihr seht, die Pflege ist schon eingezogen. Ich habe sie vorhin schon ein bisschen einziehen lassen. Wenn ich die Möglichkeit habe, probiere ich, dass ich meine Pflege mindestens 10 Minuten einziehen lasse. Bei mir waren es jetzt knapp 45 Minuten. Und ihr seht, dieser leichte Glow ist auf jeden Fall da. Wir starten mit einem Primer. Und das ist aus der So Cozy LE von Rival Loves Me. Viele Produkte sind von Rival Loves Me. Das ist eher wie so eine Creme, aber auch so ein bisschen wie Primer. Im Prinzip ist das jetzt unnötig, wenn wir das hier benutzt haben. Aber das ist einfach ein ganz, ganz toller Primer gewesen, den ich super, super gerne benutzt habe. Schreibt mir doch jetzt einmal in die Kommentare, welche eure absolute Lieblings-Limited Edition von Rival Loves Me, Rival Loop, wie auch immer war und welches Produkt das war. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ihr seht, das Ganze hat das noch mehr verstärkt. Das war eine LE aus dem Winter, die wirklich so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass die Haut nochmal voll mit Feuchtigkeit ist. Und es war so ein bisschen, ich habe es damals, glaube ich, verglichen mit so einer Baby-Windel-Creme. Sehr reichhaltig, sehr dick und sehr pflegend und sehr schützend. Und das Make-up oben drüber sah wunderschön aus. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Foundation in einer Limited Edition gibt. Ich meine nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach ganz schnell einmal meine Foundation und meinen Concealer mit drauf und machen dann direkt weiter mit den nächsten Produkten.
Zum Setten habe ich mich für das Tamtam Beauty Puder entschieden. Auch ein sehr, sehr gutes Puder. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Rival Loves Me, Rival Loop mit reinnehmen, weil ich das ja schon recht viel in diesem Video haben werde. Deswegen benutzen wir einmal das. Auch das ist ein ganz, ganz tolles Puder. War recht günstig. Ich nehme einfach meinen Mikrofaserschwamm, klopfe so ein bisschen ab und gehe damit unter meinen Augen lang. Das zeichnet sehr schön weich. Also Tara, please bring it back. Standardsortiment. Zeichnet halt extrem krass weich. Ne? Also das ist nicht so wirklich zum Baken, finde ich persönlich. Aber so zum groben Setten. Ihr seht, zack, ausgeblendet, weich gezeichnet, fertig. Deswegen hält das auch so lange. Also ich habe das schon oft benutzt und es sieht nicht ansatzweise leer aus. Ich glaube, Freunde, ihr wisst jetzt, was kommt. Ich gehe jetzt nochmal hier so ein bisschen ganz leicht rüber. Ich will diesen Glow nicht weghaben. Der ist so schön von der Foundation. Haltet das Video an und schreibt es mir immer in die Kommentare. Ich konnte mich nicht so entscheiden. Deswegen habe ich einfach alles mit reingenommen. Also ich glaube, das hier kennt jeder noch. Das ist die Fall Back into Nature Palette von Essence gewesen. Highlighter und Blush. Die riecht immer noch so ein bisschen nach Pumpkin Spice Latte. Meinem allerliebsten Starbucks-Getränk. Und die Farben sind halt einfach sehr besonders. Also das sind nicht diese Standard-Blush-Farben, sondern die sind schon so ein bisschen besonders. Und deswegen benutze ich die jetzt auch. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel von Letizia und gehe in die Farbe Miss Maple und Lil Pumpkin rein. Und ganz leicht in Pretty Form Mr. Apple. Und das sind so besondere Farben. Also ich würde mir wünschen, dass es die nochmal gibt. Ich weiß, dass es sie zwischendrin nochmal wie so Restpostenverkauf bei Kaufland gab, an der Essence-Theke. Aber ich habe die Sachen ja schon. Ich würde mir wünschen, dass Essence das nochmal rausbringt für die Leute, die sie sich damals nicht kaufen konnten, weil sie einfach super pigmentiert ist und so eine schöne Farbe hat. Das sind keine Blushfarben, die ich je woanders gesehen habe. Oben ist auch nochmal eine Highlighter-Reihe. Ich mache daraus persönlich eher so einen Schimmer-Highlighter. Ich habe immer noch was anderes. Das ist von Becker. Becker hört ja leider auf. Und die haben die Corona-Krise auch leider nicht überstanden. Und das war in Zusammenarbeit mit Khloe Kardashian und Malika, ihrer besten Freundin. Und das war diese Palette. Erinnert ihr euch noch an die wunderschönen Schätzchen? Das sind gebackene Bronzer, Blushes und ein Highlighter. Und ich bin eigentlich immer so komplett überall rübergegangen. Sehr, sehr pigmentiert. Und da gehe ich einfach nochmal hier rüber. Und ihr seht sofort, das gibt nochmal so ein bisschen mehr Farbe. Es wird heute sehr artistisch hier wieder. Ihr wisst schon, dass immer wenn ich sage artistisch, ist es die insgeheime Ausrede, dass es potenziell nicht so schön sein könnte. Aber nein, also ihr seht schon, das ist schon viel. Aber diese Kombination aus diesem Gebackenen und das schmolzt oder schmilzt so schön im Gesicht, das ist schon schön, ne? Ich gehe damit jetzt auch direkt hier auf mein Augenlid. Denn ich komme mich bei Limited Editions nicht entscheiden, welche Palette ich nehmen will. Will ich meine eigene nehmen, dann ist es auch falsch. Will ich diese hier nehmen, die war ja auch sehr gut, aber irgendwie passte die nicht so zum Vibe. Deswegen nehme ich jetzt einfach das, was ich hier im Pinsel habe und gehe hier direkt hemmungslos über meine Augen. Und um das Ganze zu intensivieren, nehme ich auch den Pinsel und gehe mit diesen dunklen lilanen Blush hier außen nochmal lang. Probiert mal aus, einfach neue Sachen auszuprobieren. So ein bisschen was Spannenderes. Ihr seht, das ist jetzt sehr bunt, aber trotzdem sexy, ja. Naja, ihr seht's. Ich mag es persönlich super gerne. Und wenn das hier so vom Blush hier direkt an die Wange, über die Nase, über die Stirn und dann auf die Augen, I stand. Ich habe nämlich noch ein paar andere Sachen für die Augenfreunde, deswegen probiere ich jetzt hier einfach mal was anderes aus. Ich habe neulich gelesen, Maxim, deine Looks sehen immer gleich aus. Not today. Für die Augen habe ich zwei verschiedene Produkte von Rival Loves Me. Einmal aus der Ready for the Frill Reihe, den Liquid Eyeshadow. Den gebe ich mir wunderschön. Schaut es euch an. Achtung, ich hole euch ran. Das ist zu schön. Das ist Make-up ASMR. So, jetzt seht ihr die Base auch nochmal. Ich glaube, jetzt, wenn es besser ausgeleuchtet ist, seht ihr, was ich meine. Ne? Diesen wunderschönen Schimmer, dieses zarte Orange und Gelbliche. Mega. Dieses Ding hier ist die Geheimwaffe überhaupt. Das sieht aus wie flüssiges Metall. So dieser Wet Glossy Eye Look für, ich weiß nicht, was das Ding gekostet hat, ne, aber
Also das ist eins der schönsten Produkte aus Limited Editions von der Drogerie. Schaut euch das an. Das ist so ein natürlicher, erwachsener, ich gehe ins Büro-Look oder ich gehe zu einem Zoom-Meeting und meine Kamera ist HD, damit man schon sieht, dass ich was drauf habe. Aber halt auch so erwachsen und so subtil, dass man aussieht, als wäre ich so aufgewacht. Jetzt einen schönen braunen Eyeliner. Kann ich nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gab es auch noch in einer anderen Farbe, aber die Farbe Seductive Gold. Ihr habt auch den Drogerieaufsteller damals auseinandergenommen. Ist wirklich, das ist High-End-Qualität. Also ihr seht das, ne? Diesen Eyeliner, den brauche ich persönlich jetzt für diesen Look nicht mehr. Also ich kann damit die Crease noch so ein bisschen intensivieren. Ist im Prinzip fast dasselbe. Der hat halt auch eine wunderschöne Textur hier. Aber wenn ihr den habt, dann braucht ihr das eine nicht oder das andere nicht. Ne? Also das nimmt sich, finde ich, vom Effekt nichts. Die Farben sind ein bisschen anders. Ich finde, das sieht aber auf der Haut so overall auf dem Lid schöner aus als das hier. Ich wollte noch ein bisschen Highlighter nehmen und da habe ich mich für die Bloom Baby Bloom Baked Highlighter von Essence entschieden. Erstmal, das Pressing ist wunderschön und das liebe ich so an Limited Editions, dass sie da die Möglichkeit haben, so ein bisschen zu spielen. Das ist ein sehr, sehr flaky Highlighter. Sehr intensiv, aber die Farbe war so schön. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen Roségold, ein bisschen rosa, ein bisschen kühl. Für sehr helle Häute was. Ne? Also das ist ein Produkt für dunkle Haut. Funktioniert es nicht, glaube ich. Vielleicht auf dem Auge, auf der Haut. Ihr habt halt so einen hellblauen Icy Schimmer. Bringt Limited Editions bitte wieder. Für die Lippen möchte ich auch aus der Essence My Power Israel die Farbe Earth benutzen. Das war ein schönes, natürliches Rosenholz. Ich mochte bei dem ganz besonders gerne die Textur und dieses halbwegs Matte. Ich trage ihn einmal schnell auf. Schaut mal, das ist so eine natürliche Farbe. Es gab vier verschiedene und er ist halt mehr oder weniger matt. Ne? Also er ist nicht ganz matt. Wenn ich jetzt meine Hand küssen würde, dann würde der abstempeln. Aber er sieht halt auf den Lippen matt aus, ohne dass er zu trocken aussieht. Und er fühlt sich halt sehr, sehr cremig an. Und das fand ich ganz gut. Ihr merkt schon, ich habe mich jetzt nicht für so ausgefallene Sachen entschieden. Ich finde es immer ganz cool. Oder am Anfang fand ich es cool, wenn die Produkte so farbverändernd und irgendwie so besonders waren, wo man sagt, boah, das habe ich noch nie gesehen. Aber ganz im Ernst, sind das die Produkte, die ich jeden Tag tragen möchte? Oder möchte ich lieber jeden Tag so frisch und normal in Anführungszeichen aussehen? Diese farbverändernden Lippenstifte, ich habe es nie verstanden. Aber einmal ist es cool, aber ich brauche das nicht in jeder Limited Edition. Wisst ihr, was ich meine? Auch für die Augen, die habe ich in den Himmel gelobt. Das war unglaublich. Das sind die Ready for the Frill Mascaras. Also generell, die ganze Ready for the Frill Reihe war ziemlich, ziemlich gut. Das Puder, die Liquid Eye Dinger und die Mascaren. Ich weiß nur nicht mehr, welche Farbe ich mochte. Die blaue oder die rote? Ich glaube, die blaue. Die sorgen so ein bisschen dafür, dass das Auge, was euch anguckt, denkt, dass eure Augenfarbe so ein bisschen betont wird. Also blau ist für grüne und braune Augen und hier rot ist für blaue und grüne Augen. Also man kann im Prinzip beide nehmen, wenn man meine Augenfarbe hat. Oder ich nehme einfach auf jeder Seite andere Farbe. Die waren sehr, sehr gut. Ich fand schade, dass die dann rausgenommen sind, aber ich weiß, dass es bald viele, viele Neuheiten von Rival Loves Me gibt, wo einige von euch mit Sicherheit was finden werden. Ich trage jetzt mal auf die rechte Seite die blaue Mascara auf und auf der linken Seite die rote. Also ihr werdet jetzt nicht sehen, dass die Mascara wirklich rot ist. Das ist so subtil gewesen, aber es war ein sehr natürliches Ergebnis. Und so sieht das Ganze doch aus, als wäre ich frisch aus meinem Ei geschlüpft. Ich weiß es nicht. Ich mag den Look sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen dieses Augen-Make-up, das ist so klassisch. Classy Queen. Geh in die Bank, sag hi, ich möchte gerne die Welt erobern heute. Was können Sie tun? So ein Look ist das. Ich mag das total gerne. Also immer noch großes Lob an Rival Loves Me für die Produkte. Und ihr wisst, ich liebe ja die Rival-Familie generell schon. Und ich merke, und dafür, ich mache das ja seit 3,5 Jahren, man sieht die stetige Veränderung. Und da ist natürlich auch euer Feedback immer
ganz wichtig, deswegen freue ich mich immer auf Feedback von euch, was ich dann an Firmen weitergeben kann, oder sie sehen sich ja unsere Videos auch an und eure Kommentare. Deswegen finde ich das immer super schön. Ich liebe den Look. Alle Produkte, please bring them back, egal wie. I stand. Was sagt ihr? Ich bin gespannt. Denkt unbedingt an die Produkte, die ihr gerne in einer Limited Edition neu haben wollt oder wieder haben wollt. Und falls ihr für diesen kleinen Summer Bronzy Glow noch was braucht, schaut bei Beautymates vorbei. 30% Rabatt auf alle Produkte von Beautymates mit meinem Code. Steht einmal alles unten für dich in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.